Jeder Sammler hat seinen großen Schwerpunkt und für Oliver und mich ist das immer Porsche gewesen. Ganz wichtig ist natürlich unser Auftrag, den wir irgendwie auch fühlen, Entwicklungsgeschichte aufzuzeigen. Insofern zeigt unser Haus hier eben die herausragenden Exponate, die wichtig waren für die Anfänge. 2013 war es, glaube ich, ereilte uns ein Anruf. Ein Herr rief mich an und sagte, ja, Sie haben doch bei sich da ein ganz frühes Porsche Coupé. Seien Sie mal ein bisschen überrascht. Ich habe was Älteres. Sowas in der Art kam aber damals halt häufiger vor, dass man halt irgendwie vermeintlich, ich habe den ältesten Porsche der Welt gefunden und wir haben es erstmal nicht wirklich ernst genommen. Aber irgendwann gab es ein Foto. Der Anrufer sprach eben von einem Auto mit einer vierstelligen Fahrgestellnummer. Also es wäre die Nummer 5006. Dann sind wir halt dorthin gefahren und es war ja witzigerweise tatsächlich vor unserer Haustür. Es war ursprünglich mal ein Garten gewesen. Also es waren da 20 Autos untergestellt mit einem deutlichen Fokus auf Porsche und warteten darauf, dass sie im Prinzip aus dem Dornröschenschlaf befreit wurden. Und das Schöne war natürlich, dass es eindeutig das war, als was es beschrieben war, nämlich was ganz Besonderes. Die Bergung war halt das nächste Abenteuer, weil der Unterboden war in größten Teilen nur noch löchrig. Und dann haben wir es dann versucht, da eben mit Unterstützung, mit Bohlen, weil wir natürlich auch extrem vorsichtig sein wollten, nicht Dinge unvorsichtigerweise irgendwie zu zerstören. Denn es ist ja nicht nur das älteste bekannte Porsche Coupé aus Stuttgart, sondern es ist nebenbei auch noch ein Vorführwagen von der Firma Reuter für Porsche gewesen. Als Vorführwagen hat der Wagen natürlich auch noch mal einige Besonderheiten, wie zum Beispiel die sehr exotische Rot-Metallic-Lackierung, die für die Zeit absolut ungewöhnlich war. Der Anspruch war wirklich, also in handwerklicher Kleinkunst, sage ich mal, die Hammerschläge zu verstehen, nachzuarbeiten und das, was ersetzt werden musste, eben bestmöglich irgendwie wieder herzustellen. Das war der große Anspruch und ich glaube, das wurde auch geschafft. 72 Jahre später. Wahnsinn. Ein wirklich bewegender und unglaublicher Moment. Ja, das ist irgendwie unwirklich. Zu überlegen, wie man damals die ersten Eindrücke da im Garten hatte. Kleine, seltene Momente. Insofern ist dieses Auto natürlich wirklich eine Sensation und ein seltener Glücksfall in jeglicher Hinsicht, weil es halt einfach so wahnsinnig früh ist und das älteste, nun weltweit bekannte Porsche Coupé aus Stuttgart.